Mit Robert Koch in der Startformation startete der FSV Zwickau ins neue Fußballjahr. Kellerduell gegen die Zweite von Mainz und der Neuzugang aus Neugersdorf direkt mit der Chance zur Führung. Sein Schuss landete aber nur am Innenpfosten. Das Tabellenschlusslicht, die Zweite von Mainz 05, aber auch mit guten Torraumszenen alleine Johannes Brinkis war es zu verdanken, dass die Mannschaft von Thorsten Ziegner nicht mit 0:1 in Rückstand geriet. Doch so kam die 24. Minute und Patrick Göbel mit einer genialen Idee. Dieser Schlenzer passte perfekt. 1:0. Der Pausenstand. In der Folge Mainz ein Mann weniger nach Platzverweis gegen Steinmann, aber auch Zwickau am Ende nur noch zu 10 auf dem Platz nach Tätlichkeit von Moritz Schröter. Es reichte dennoch zum 1:0 Heimsieg. Wichtige 3 Punkte zum Start ins neue Fußballjahr.